Natürlich bleibt der Sneaker in. Und er geht auch nicht mehr weg. Allerdings ist er eben längst auch in der Generation 70 plus angekommen. Die Jugend braucht eigentlich was Neues. Ich denke, wenn Oma und Opa Sneaker tragen, gerade von den besagten Marken, dann wird es natürlich so sein, dass ich als junger Mensch was anderes tragen will. Muss ich ja zwangsläufig, weil ja, ich will ja nicht so aussehen wie die Alten. Rebellion, und das weiß jeder Mensch über 50, geht aber auch gut mit Cowboy-Boots. Erlaubt ist, was gefällt. Bequem sind die spitz zulaufenden Trendtreter auch. Getragen zu Jeans, Röcken oder Kleidern, alles kein Problem. Eins ist ja klar, der Leo läuft immer, auch wenn ich hier auf der Messe schaue, bin ich wieder erstaunt, dass er immer noch nicht verschwunden ist. Aber der bekommt gerade tierische Konkurrenz von Schlangen, von Zebras und gerade die Schlange, Python, ist das Thema der Saison, vor allen Dingen auch in farbigen Drucken. Wem das jetzt vielleicht zu viel ist, der sagt, hey, ich ziehe doch nicht einen ganzen Westernstiefel beispielsweise aus Pythonleder an, der kann aber ja mit Applikationen arbeiten. Ein gewünschter Trend klingt hier auf der Gallery Shoes bei den Fachleuten übrigens durch. Mehr Mut auch mal zu etwas mehr tragbarer Extravaganz. Es muss doch nicht immer ganz normal sein.